Hallo meine werten Zuschauer bzw. meine Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Gespielt wird der T-54 von Active4X, dem Tier 9 mittleren Panzer der Russen, und man sieht's, er hat das Riesenglück, er ist Top-Tier. Also von dem her, als einziger Neuner sollte da was gehen auf Fischerbucht. Einzige kleine negativen Aspekt, guckt euch mal die Teams so ein bisschen an, da seht ihr, sein Team ist jetzt nicht wirklich sonderlich gut von den reinen WN-Werten her. Dass das aber nicht immer unbedingt was aussagen muss, sehen wir eigentlich jetzt hier, hoffe ich, doch ganz schön. Er fährt jetzt hier klassischerweise in die Mitte. Immer natürlich gerne belagert von mittleren Panzern oder aber auch von Scouts. Mal schauen, was er hier treibt. Er nimmt jetzt erstmal hier die Position ein und wartet auf da vermeintlich schwere Gegner. Die sind natürlich immer gerne und schnell in der Stadt. Und so könnte er mal einen von der Seite geben. Aktuell findet er aber da kein Ziel. Da drüben AMX und hier vor ihm einen MT25. Vielleicht kann er den einen geben. Da ist er. Und kann ihn da direkt wirklich eingeben. Ohne dass er hier selber einen fängt. Schon mal sehr gut. Der erste Hit ist getan. FCM blockte ab. Und der MT25 ist auch schon raus. 1:0. So, was kriegt er jetzt noch? Oh, der IS. Hält hier schon mal gut vor, der FCM. Jetzt IS. Alter, das muss wehtun. Undankbarster Spruch in dem ganzen Spiel. Das muss wehtun. Wenigstens hat er aber mittlerweile schon das zweite Mal den FCM gebounced. Das, wobei der FCM ja gar keine schlechte Kanone eigentlich hat. Der T32, der ziert sich da noch so ein bisschen. Da ist der 112er. Den trifft er. Er muss nur aufpassen, dass hinter ihm der AMX-30 da nicht so kommt. So, und den 112er nochmal eine. Kette wurde dabei getroffen, aber schnell wieder repariert. Hat scheinbar eine ganz gute Crew drin, weil die Reparatur hat wirklich nicht lange gedauert von der Kette. Und da ist der AMX-30 sein Tier 9 Kontrahent, so kann man sagen. Ist jetzt ein bisschen doof, weil jetzt muss er immer auf zwei Seiten gucken. Und da kommt der 1390 rum. Den hat er. Da, jetzt hat er ihn im Blick. Oh, schöner Hit. Unerwartet, dass er den so getroffen hat. War wohl ein bisschen Luck dabei. So, Auto-Aim und zack. Da hat er getroffen. Er repariert jetzt hier die Kette der AMX, aber das wird ihm nicht viel bringen. Der nächste sitzt. Ja. Und der AMX-30 hinterhalb hat es nicht nutzen können. Diesen kleinen unaufmerksamen Faktor. Jetzt hat er hier aber ein bisschen ein kleines Problem, was hier seinen Stand angeht. Der Tiger da hinten steht einfach besser. Wobei der Tiger das nicht wirklich ausnützt. Oh, jetzt hat ein Teamkill stattgefunden. KV4 nimmt den eigenen IS-5 raus. Aber in dem Fall kommt er jetzt wieder auf den gegnerischen IS-5. Der prallt ab, IS-3 prallt ab und er nimmt das Laufrad hinten. Leider aber keinen Schaden dabei gemacht, sondern nur einen kritischen. 112 prallt ab, mittlerweile 2040 HP, die er abgeprallt hat. Der ging nicht durch, der war ein bisschen zu optimistisch. So wird er durchgehen. Aber er kann auch den Löwen nehmen. Ja genau, nimm halt den Löwen. So, nochmal den Löwen. Ja, schieß. Sehr schön. Leider ein Low Roll. So, vielleicht. Ah, schade. Löwe trifft. AMX trifft. Der hat jetzt mal wieder das ausgenutzt. Richtschütze tot. Er hat gefühlt viel mehr gekostet als nötig. Aber das hat der AMX-30 diesmal gut gemacht.
hat dann so ein bisschen ausgenutzt, dass er jetzt nicht mehr auf ihn geschaut hat. Jetzt aber, oh, ganz wenig, so geht der durch. Sehr schöner Hit. Minimal, aber den Spalt perfekt genutzt. Nochmal. Wo ging denn der hin? Ja, spannend. Nochmal. So, und jetzt willst der AMX 30 wieder probieren, aber diesmal hat er besser aufgepasst. Und sein Team unterstützt ihn da auch. So, jetzt ist er... Ah, 112 wird rausgenommen. Sehr schön. Aktuell 3750 Schaden gemacht. Er hat noch einen schönen HP-Pool. Und hat auch schon ordentlich was abgeprallt. Das Team drückt jetzt auch so ein bisschen weiter in der Stadt. Und vielleicht widmet er sich jetzt, ich sag mal, seinen Nemesis, dem AMX 30. Und sieht so aus, ja, aber er findet ihn noch nicht. Da ist er, da ist er. Rechnet nicht mit ihm, schaut woanders hin. So, jetzt konnte er einen setzen. Will jetzt hier einen Hit landen. Prallt ab und jetzt kann er seines Zeichens... Oh, jetzt zündet ihn an, aber automatischer Feuerlöscher bewahrt den AMX 30 vor Schlimmerem. Jetzt geht er aber nach. Will jetzt den AMX 30 haben, muss ein bisschen auf den Tiger hinterhalb aufpassen. Da hinten, der AMX 30 steht hier. Auto-Aim. Aber nein, so nicht. Da muss er noch ein bisschen vorfahren. Jetzt hat er ihn besser und jetzt kann er ihn rausnehmen. Und er nimmt ihn raus. Nice gemacht. 4700 Schaden. Hat er Glück gehabt, dass er gerade in dem Augenblick wieder ein bisschen zurückgefahren ist und die Arti ihn deswegen nur gesplasht hat und nicht voll getroffen hat. So, Löwe. Das war ein leichter Kill. 49 HP. Und jetzt hat er einfach hier... Jetzt haben sie die Map-Control, er hat hier die Mitte. T34 zeigt die Seite und... Och, wo ging denn der auch hin? Kurios. Ein Fall für Navy CRS. Na, da ist er jetzt wieder zu. Und da ist er wieder. Noch ein Stück vor wahrscheinlich. Ah nein, da kommt er drauf, perfekt. Und diesmal trifft er auch. Der Ladeschütze hat jetzt einiges zu tun. Zack, nochmal und gekettet. Aktuell 5300 Schaden. Macht den Kill. 4 Kills hat er aktuell auf der Uhr. So, wo ist der IS-3? Und der sollte immer noch so ein bisschen die Art im Hinterkopf behalten. Also ich will jetzt da nicht zu lang... Da ist der IS-3. Hat jetzt hier das Heck. Kommt jetzt hier gut drauf, aber ich habe so das Gefühl, die AT aimt wieder auf ihn. Kann jetzt hier auf jeden Fall mal den IS-3 nochmal ordentlich da Schaden machen. Und so würde ich jetzt nicht entfahren, da hat er Glück. Weil das wäre normalerweise ideal gewesen, dass er den Hit sich hätte selber fangen müssen. Und die AT trifft jetzt. Also, hätte der IS-3 getroffen, wäre jetzt hier auch tot. Also nicht das nächste Mal ins Rohr fahren, sondern weg davon. Aber alles oberlehrerhafte darf man hier streichen, weil bis jetzt macht er eine fantastische Runde. Der Löwe hat da hinten noch den AMX zu bespaßen. Theoretisch ist der Krieger noch drin. Er nimmt wieder Auto-Aim. Ich würde hier jetzt einfach stehen bleiben und zielen, ganz in Ruhe. Nicht mit Auto-Aim, nein. So, jetzt verschießt er. Und wieder Auto-Aim. Auch jetzt nochmal stehen bleiben. Nee. Und jetzt ist er tot. Wenn er stehen geblieben wäre, hätte er den Kill gehabt und er hätte sich die Chance auf einen Krieger deutlich erhöht, weil jetzt ist er weg. Das war jetzt der einzige Fehler, den ich in der Runde ankreiden würde bisher, dass er da diesen Auto-Aim genutzt hat und nicht das manuelle Ziel. Hat ihn auf jeden Fall den Krieger gekostet. Aber sei es drum. Die Lorraine ist noch da. Der fünfte Kill ist noch möglich. Wo ist sie? Da ist sie. So, zack. Arti hat verschossen und jetzt kann er sich hier austoben. Der sitzt und den nächsten kriegt er den Kill wenigstens noch.
Nein, kriegt den Kill nicht mehr. Angezeigte 6900 Schaden waren aber doch ist knapp 7200. Der eine Blinded war drinnen. Also eine sehr geile Runde. Sehr gut gespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und von dem her lasst mir doch ein Kommentar, ein Like und nicht sogar ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.